Jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind City 2. Ja, ich bin gerade ganz nackig. Ich bin gerade erst auf die Map gekommen. Ich muss mich jetzt erstmal anziehen hier. So wie sich das gehört. Ich habe alles hier mal im Inventar. Ja, da ist er wieder. Die leuchtende Disco-Kugel. Jo, liebe Leute, ist es schon ein wenig später? Und ich wollte gerade sagen, ist es ein wenig später und wahrscheinlich kommen nicht so viele Leute auf die Map. Vielleicht bin ich dann der Einzige, aber hier ist auch jemand ganz Neues auf der Map. Ja. Ich habe halt keine Aufnahme mehr. Ich muss mal wieder ein bisschen was tun hier. Und ich habe gedacht, hey, komm mal mit hier. Den hole ich mir gleich zu mir. Ich habe mal gedacht, in dieser Folge baue ich mal ganz gechillt einfach nur ein bisschen rum. Habt ihr ja auch nicht so oft von mir gesehen. Und ich habe natürlich auch eine Großbaustelle da hinten. Da habe ich in der letzten Zeit auch mal wieder rumgebaut. Und da habe ich gedacht, oh, es macht auch mal wieder Bock, einfach mal selber was zu bauen. Ist auch nicht so schlecht hier. Gut, schnappen wir uns mal den neuen hier. Der kann auch hier bauen. Ich muss mal gerade gucken. Hier habe ich die neuen Leute alle hingeordert. Guck mal, hier hat man noch Platz. Ja, vielleicht reicht ihnen das. Könnte knapp werden hier zwischen, oder? Ja, ist ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wie er baut. Ich hole ihn einfach mal hier hin. Zu mir teleportieren. So. Ja, ist eine ganz chillige, heute eine ganz chillige Aufnahme. Ja, wo ist denn das Schild hier? So, ach, ich habe das im Menü. Oh Gott. Ole Kuno. Ach so, du warst schon mal auf der Map, genau. So, hier kannst du bauen. So, dit. Du bauen. So, und das werde ich gleich auch mal tun. So wie in guten alten Zeiten einfach mal gechillt bauen in der Folge, ein bisschen labern. So. Hey, da, mein Freund. Boah, wie schnell ist denn zu mir gerade geslidet? Das sah irgendwie krass aus. So, Hündchen, hier kannst du bauen. Ja, hier gibt es ein paar Sachen zum Vorstellen. Ihr seht ja hier die roten Balken. Aber, ah, cool. So, ja, dann bauen wir. Aber wir werden jetzt erstmal so ein bisschen hier was machen. Jetzt habe ich ja so ein bisschen vernachlässigt hier. Ich weiß gar nicht, wie habe ich das nochmal genannt hier? Crystal City? Ne. Ne, wie habe ich das nochmal genannt? Ich habe hier vorne doch mein Schild hingetan. Ich weiß nicht mehr, wie meine eigene kleine Privatstadt heißt. Oder hieß das schon so lange her, wo ich hier mal gebaut habe. Ach, Future City. Zukunftsstadt. Genau, so habe ich das genannt. Ja, da habe ich hier, genau. Dieses Riesending habe ich soweit schon hochgezogen. Ich habe hier die Diagonalen, die Ecken, die habe ich freigelassen. Ich finde, das sieht irgendwie ganz cool aus. Ich überlege noch, ob ich das in einer anderen Farbe mache. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch was zu tun habe an diesem Tower. Hier wollte ich eigentlich gerne weitermachen. Sind denn alle Seiten zu? Gut. Muss man gerade selber hochfliegen. Okay, die Seite ist auch zu. Habe ich echt alle zugebaut? Meine Güte, war ich auch mal fleißig oder was? Damals. Im 19. Jahrhundert hat der Screenfan mal noch selber gebaut. Übrigens, was ich lustig finde, ich kriege auch sehr viele Kommentare von dem Mind City 1 Projekt, wo dann viele dann schreiben, darf ich mitspielen oder bau doch mal sowas in die Stadt rein und die checken das nicht, dass das Projekt schon so lange her ist, dass das gar nicht mehr existiert. Da muss ich immer sagen, nein, das existiert nicht mehr, das Projekt. Es gibt schon längst ein neues, ein Mind City 2. Deswegen, da kriege ich ganz schön viele Nachrichten von Mind City 1. Ah, hier habe ich auch alles zugebaut. So. Gut, was geht ab hier? So, hier war gerade jemand. Was geht? Hast du keine Rechte? Doch, du hast Rechte. Aber sieht aber ein bisschen böse aus hier. Der Enderdrachen zu Gast in Mind City. Jo, dann habe ich das schon halbwegs fertig gebaut. Innen drin werde ich das nicht ausbauen. Dann werde ich mich um andere Sachen kümmern. Ich habe auch in der letzten Zeit einige Straßen gemacht mit anderen Leuten zusammen und auch so ein bisschen Grünflächenpflege gemacht. Weißt du, wo mein Haus ist? Hier vorne? Da warst du doch gerade. Gedächtnis wie eine Kuh, ne? Das wirst du doch dein Haus sein hier. Da, guck mal. Guck mal an hier. Wäre das Screenfan nicht auf der Map, dann wäre jemand anderes auf der Map. Ja, was schreibt er jetzt? Danke. Oder kann ich noch was bauen? Hey, seht's ja? Ist so ungewohnte Zeit. Wir haben 9 Uhr abends. Bin jetzt auch nur spontan auf die Map gegangen.
weil ich wollte natürlich, dass ihr auch Folgen zum Schauen habt, ne? Sonst habe ich nachher 2, 3 Tage dazwischen, wo nichts kommt. Das ist dann auch so ein bisschen öde, denke ich mal, für euch. So wie ich das so mitkriege, schaut ihr die auch ganz gerne. Kannst du bitte es in einer. Warte mal, habe ich das nicht schon gezeigt? Muss mal kurz reingehen. Ach, hab ich schon gezeigt. Leute, da sieht man mal, das ist mir auch aufgefallen in der letzten Zeit, dass die Bauteam-Leute die Videos gar nicht schauen. Da ist immer diese Frage, hast du mein Haus schon vorgestellt? Dann denke ich mir, hallo, schaust du die Folgen? Na klar, ist das Haus vorgestellt. So. So, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Support von dem Bauteam, von den Leuten hier. Einfach mal die Folgen schauen. Auch wenn ihr nur durchscrollt, um euer Bauwerk zu sehen. Aber so ein bisschen Support wäre nicht schlecht hier. Support ist kein Mord. Den Spruch habe ich von dem guten Zeppi. Was habe ich. Achso, wurde schon gezeigt. So. Mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß auch nicht genau, welcher Folge. Nur, ich habe es schon gezeigt. Ich muss meistens nur in die Häuser reingehen, dann fällt es mir wieder ein. So, Straßen. Genau, zum Beispiel haben wir auch eine lange Straße. Okay, die geht zu sehr in mein Gebiet rein. Das lasse ich erstmal. Ich gucke mal ein bisschen hier rum, ob hier alles so schön vernetzt ist. Ah, guck mal, zum Beispiel hier. Hier passt hier eine Fünferstraße durch. Sind das 5 Blöcke hier vorne? Ah, ja, das passt. Jetzt muss ich natürlich hinten gucken. Deswegen sage ich immer, lasst immer 5 Blöcke frei. Ah, das passt ja perfekt. Da kann ich komplett die geile Straße hier rumziehen. Die geile Straße, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Übrigens, die Straßen, die sind noch so wie in Main City 1. Das habe ich einfach so gemacht. Ja. Ich glaube, vielleicht im nächsten Projekt, wenn es noch ein Projekt geben wird, das steht ja noch in der Schwebe, dann würde ich die Straßen wahrscheinlich sogar mal schwarz machen. Muss ich nochmal schauen. So. Ich habe ja immer so ein paar Veränderungen in den Projekten drin. Ich hole mir mal die Blöcke. Übrigens, das kann man so machen, einfach dran klicken. Das ist die Blockauswahl, die findet ihr in der Steuerung. Da könnt ihr die Blöcke sofort finden. Da werde ich auch oft nachgefragt. Das ist keine Zauberei. Das ist einfach nur die Blockauswahl in der Steuerung. Könnt ihr einen Knopf zuweisen und dann könnt ihr die Blöcke, die ihr seht, direkt in die Hand kriegen. Genauso mit der Karte hier. Die Karte, die ich da links habe, da haben mich auch viele gefragt, wie geht das mit der Karte? Drückt ihr einfach auf Dreieck und setzt die Karte hier rein. Seht ihr? In das Kästchen reinsetzen. Dann habt ihr die in die Hand. So. Dann mache ich jetzt nochmal hier. Schön. Wir machen jetzt komplett die Straße fertig. Ist auch mal richtig angenehm, sowas zu machen. Ist ja noch einer auf. Ach, Pizpano. Okay. Pizpano baut nämlich hier. Der hat ein Hochhaus. Der baut daran. Ja, das ist die letzten Tage auch öfters hier, finde ich ganz gut. Ich finde das immer gut, wenn die Leute sich Mühe geben und versuchen auf die Map zu kommen, wenn die angefangen haben, was zu bauen. Das zeigt mir dann, die wollen auf die Map. Ja, das ist immer ganz gut zu wissen. So, jetzt hole ich mir nochmal den Schneeblock hier hin. Immer 3 Blöcke. So, hier gehen wir gleich um die Kurve. Ich werde erstmal die Straße hier reinziehen. Ich muss mal gucken, wie viel sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. So, machen wir erstmal die Straße hier zusammen. Ja, ganz früher habe ich nur meine Let's Plays oder diese Folgen so gestaltet. Da habe ich einfach dann gechillt gebaut. Da gab es nicht so viel zum Zeigen, weil es gab noch nicht wirklich ein Bauteam. Das war noch damals richtig entspannt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Man muss sich ja immer den Zeiten anpassen, ist ja so. So. Dip, dip, dip. Übrigens, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was mich auch interessiert. Ich könnte natürlich auch so eine kleine Umfrage starten. Das mache ich jetzt so. Mich interessiert einfach mal, wer spielt auf der PlayStation 4 und wer spielt auf der PlayStation 3. Schreibt einfach mal einfach Kommentare rein, PlayStation 4 oder PlayStation 3. Würde mich mal interessieren. Ich tippe mal, die Mehrheit spielt PlayStation 4, aber ich will das Verhältnis mal sehen. Interessiert mich natürlich auch sehr. Ich glaube, es gibt noch viele PlayStation 3-Spieler. So wie ich das ab und zu mal mitkriege. Hat natürlich auch seine Vorteile. Man braucht kein PlayStation Plus, das ist der größte Vorteil, ne? Man braucht nicht fürs Online-Spielen bezahlen. Das ist natürlich ein super Beispiel. Aber natürlich läuft es nicht so flüssig und es ruckelt und es laggt und hakt. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil. Das habe ich am Ende von Main City gemerkt, dass das ging gar nicht mehr. Das war nur noch
in Slow Motion. Das ging alles nur noch so langsam, die Blöcke setzen. Das war, ich glaube, irgendwie, ich habe im Museum, wollte ich da noch was bauen. Das war so eine Krankheit, bis der Block gesetzt war. Ich glaube, da verging ohne Scheiß 2 Sekunden. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das war, boah, richtig ätzend, richtig ätzend. So. Aber das hier ist alles super flüssig. Ich denke mal, irgendwann wird das hier auch laggen, aber wir haben genug Arbeitsspeicher hier in der PlayStation. Das wird das alles schön, ja, da werden wir keine Probleme mitkriegen. Das wollte ich einfach damit sagen. Wupp, wupp, wupp. Machen wir das mal alles hier schön erstmal zu. Das ist ganz normaler Stein. Wer ist das denn? Mewtwo Jan? Habe ich dich schon mal hier gehabt? Ne. Mewtwo, bist doch vom Pokémon, ne? Mewtwo ist doch vom Pokémon, meine ich. Pokémon Go, Pokémon Go. Das war ja auch mal ein Hype, ne? Ich glaube, der Hype, der ist aber zu Ende, so wie ich das mitkriege. Naja, jeder Hype geht irgendwann mal zu Ende, ne? Genauso wie mit den Fidget Spinnern. Sowas war ja auch mega Hype. Ach du heiliger Bimbam, ich grab mich zu schnell rein. So. Weil ohne Straßen ist das ja auch keine Stadt, ne? Das sieht einfach komisch aus. Sonst hat man überall Grundstücke stehen und dazwischen ist überall nur grün. Das wollte ich nie haben. Oh, ja, natürlich mega geil, ey. Ich hätte die Straßen mehr nach links setzen können. Ach komm, ich mach das noch. Ich habe keine Lust, das Grundstück jetzt zu verkleinern. Das mache ich immer ungern bei Leuten. Vor allen Dingen, weil das auch gerade so knapp aussah. Aber ist nicht schlimm. So viel müssen wir gar nicht versetzen. Wir müssen nur die eine linke Seite wieder mit Grün befüllen. Aber das kriegen wir hin. Da bin ich mir sicher, dass ich das hinkriege. So, machen wir die jetzt mal hier entlang. Hätte ich mal ein bisschen vorausschauender gucken sollen. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man vorausschauend guckt, ne? Was als nächstes, welche Kurven als nächstes kommen, welche Grundstücke im Weg stehen, damit man das so schön umkurven kann. Ja, so ist das alles. Ah, was ich so richtig schade finde, echt, dass so viele Leute was Schönes angefangen haben und irgendwie nicht mehr auf die Map kommen. Ja, das Ding ist auch wenn ich jeden immer einlade, das sind halt einfach zu viele Leute. Das sind einfach zu viele Leute. Das finde ich immer ein bisschen blöd an diesen Projekten. Ansonsten macht mir das echt Spaß, diese Projekte. Auf jeden Fall. Ja, was ist los, Kollege? Man wird ja auch immer routinierter. Sind ja schon einige Projekte, die ich hier gemacht habe, auch so Stadtprojekte, die gehen ja. Ich glaube, Mind City 1 hatte, glaube ich, was hat das? 315 Folgen oder irgendwie sowas? Boah, überlegt euch das mal. 315 Folgen oder sagen wir mal 300 Folgen. Ey, das ist so viel. Hä, was mache ich denn hier? Warte mal. Was mache ich denn hier ganz auf den Quatsch? Ah, ne. Okay, dann gehe ich halt hier rein. Ich werde die Straße hier halt so ein bisschen. Ne, ich werde die nicht dicker machen. Ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Vielleicht lasse ich die so in eins übergehen. Was ist denn das jetzt hier für eine, für eine Schwierigkeit? Oh mein Gott. Der Screenfan kann doch nicht mal eine Straße bauen. Aber hier sind auch wirklich viele fiese Ecken so gerade am Start. Ich dachte, ich ziehe einfach mal so eine schöne Gerade hier durch. Das kriege ich hin mit Blabern, mit Reden zwischendurch. Genau das muss ich jetzt wegmachen. Das mache ich jetzt weg. Das irritiert mich. Bevor ich hier gleich noch den nächsten Fehler reinhaue. So, kein Problem, machen wir die Seite eben weg hier. Und dann haben wir das Problemchen ja auch gelöst. So, ja, der Mittelstreifen, der stimmt jetzt auch nicht. Der muss jetzt mehr hier in die Mitte, aber das macht alles nichts. Mein Schwert tue ich mal weg. Oh, es ist ein Fehler aufgetreten, zurück zum Hauptmenü. Ja, übrigens, das, liebe Leute, das habe ich in den letzten Folgen relativ oft gehabt. Also, Minecraft stürzt bei mir oft ab. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich hatte doch eine Folge, da ist mir das dreimal abgestürzt. Ja. Obwohl die Folge habe ich noch gar nicht rausgehauen, glaube ich, wo das 3, 4 Mal abgestürzt ist, wo ich die Kommentare vorgelesen habe. Da fällt mir ein, ich habe ja doch noch Folgen. Die muss ich nur noch kurz rendern, bearbeiten. Da muss ich gleich mal gucken. Ich dachte, ich hätte keine Folgen mehr. Deswegen sitze ich hier und nehme schön fleißig noch auf. So schön abends. Ja, Leute, ich muss mal kurz hier wieder rausgehen. Das ist natürlich super hier an Minecraft. So, einmal schließen. So. Und dann gehen wir mal wieder rein. Ah, ist echt abgefahren hier. Also mit Minecraft, also da hatte ich eine Folge, ich glaube, die habe ich wirklich noch nicht rausgehauen. Da ist es 4 Mal abgestürzt. Da habe ich, glaube ich, in der Überschrift mit irgendwas mit Kommentare lesen oder irgendwas habe ich da reingeschrieben. Da habe ich Kommentare von euch vorgelesen und da ist es natürlich dann die PlayStation 4 Mal abgestürzt. Total crazy war das. Jo, dann gehen wir mal wieder drauf hier. Man sieht die 2.
echt komisch. Ja, da muss ich gleich nochmal gucken. Dann habe ich die Folge doch noch. Ja, ich habe momentan so viel auf mein ganzer Desktop ist drei Viertel voll vorne mit irgendwelchen Picks, irgendwelchen Tutorials, was ich alles noch machen möchte. Das ist echt eine Menge. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so. Ach, hier hat er das gar nicht gespeichert. Hier hatte ich das doch schon weg, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich echt viele Sachen im Kopf. Ich habe ja momentan, also Tutorials, die laufen ja schon ewig. Die haue ich jeden Samstag raus, die Fahrzeugtutorials. Da muss ich auch mal neue Ideen haben. Deswegen habe ich auch diese Gruppe erstellt. Das hilft mir sehr, neue Ideen zu entwickeln. Die ScreenFun Community, da könnt ihr gerne beitreten und irgendwelche schönen Fahrzeuge reinposten oder auch Einrichtungen. Genau, die Tutorials. Dot, dot, dot. Tutorials habe ich ja und ja, natürlich hier das Hauptprojekt hier, mein City 2. Dann habe ich noch ein ganz neues Projekt mal ins Leben gerufen. Vier Minecraft Einrichtungsgegenstände. Da, was hat der geschrieben hier? Ah, nichts. Da zeige ich euch verschiedene, ja, Gegenstände, Einrichtungen etc. Designs, so interessante kleine Bauwerke, die man überall mal verbauen kann, in Häusern oder in Parks. Kommt immer darauf an, was ich da so vorstelle. Das habe ich ja ins Leben gerufen. Das habe ich schon ein bisschen länger am Start. Die habe ich aufgenommen, aber ich habe die erst jetzt rausgehauen. So. Da ist natürlich dann, was mich auch so, ja, was heißt ärgert, auf jeden Fall, was mir so ein bisschen, ja, doof vorkam, ich sag's mal so. Ich habe ja diese Gegenstände, wovon ich gerade erzählt habe, dieses Projekt mit den vier coolen Gegenständen da. Das habe ich ja schon viel länger im Kopf, also das habe ich schon echt lange im Kopf. Dann habe ich es aufgenommen, habe es erstmal auf der Platte ein paar Wochen drauf gelassen, auf der Festplatte, bevor ich es hochgeladen habe. Ich habe überlegt, wann lade ich es hoch, habe Zeitpunkt abgewartet, habe es dann auch hochgeladen. Die erste Folge lief super, irgendwie direkt schon 1000 Aufrufe. In kürzester Zeit sehr viele Likes und jo, dann dachte ich, komm, dann hauen wir mal die zweite Folge raus. Die hatte ich auch schon aufgenommen. Dann steht in den Kommentaren: Hey, das hat schon Punkt, 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 so eine YouTuberin gezeigt. Und dann ich so: Wie? Dann bin ich auf den Namen gegangen von dieser in Anführungsstrichen YouTuberin, die, glaube ich, nur vier Videos oder sowas hatte. Ja, und da kam natürlich dann auch viel vor. Und dann habe ich mich natürlich so ein bisschen innerlich geärgert. Ich denke so, aber ich habe es doch nicht von ihr. Ich habe es doch alles selber, also ich habe es mir doch alles selber da zusammengebaut und zusammengesucht. Ich hab nicht in das Video reingeguckt von dieser, ich weiß es nicht, wie sie mehr heißt da. Ja, und dann steht natürlich in den Kommentaren, das ist von so und so. Und ich denke so, erstmal ist das nicht von dieser YouTuberin. Ich habe das schon vor Wochen, ich habe das schon vor Monaten im Kopf, dieses Projekt. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht so unbedingt so erzählt, weil ich wollte noch mal gucken, wie ich das so gestalte, dieses Projekt und so. Und was ich alles so finde, was ich da zeigen kann. Ja, und dann natürlich haut auch, ja, was mache ich denn hier? Ich rede hier und baue hier falsch. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen, so. Weil dann heißt es, dann. Wenn das dann heißt, weißt du, das hast du von der oder das hat die und die schon vorgestellt. Ja, hallo, ich gucke gar nicht. Ehrlich gesagt, gucke ich fast gar nicht auf YouTube Minecraft-Sachen, weil das Ding ist immer, wenn man da guckt und was gut findet und das dann mal irgendwann nachbaut, dann heißt es immer, das hast du von denen und denen. Deswegen, da möchte ich dann so aus dem Weg gehen. Dem möchte ich aus dem Weg gehen und eigentlich selber Sachen kreieren oder ihr vom Bauteam zeigt mir Sachen. Deswegen sage ich immer, bitte nicht von YouTube so. Das ist immer am besten, wenn ihr das selber so kreiert. So, das machen wir jetzt mal weg hier. Ja, auf jeden Fall war das krass, ey. Da habe ich auch nur blöd aus der Wäsche geguckt. Da dachte ich nur, what the fuck? Das kann doch nicht sein, ey. Ich brauche mir da so wochenlang so Ideen, wie ich so eine neue, wie ich so ein neues Projekt hier ins Leben rufe. Ja, okay. Die kennen ja auch nichts dafür, diese YouTuberin. Die kommt da mal eben und dann, Alter. Haut die da mal eben, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderttausende Klicks sie ja dann drauf hat. Und ich denke so, what?
Alles klar. Ja, war auf jeden Fall merkwürdig. Ja, manchmal sind die Zufälle echt so doof, dass man fast zeitgleich was raushaut. Ah, das ist echt lustig manchmal. So. Auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, dass ich es nicht von irgendjemandem da habe. Ich habe es ja auch unterm Video geschrieben, dass die Sachen von der Community stammen oder generell hier von den Mind City Projekten, wenn Leute hier Sachen gebaut haben. Und dann habe ich natürlich geschrieben, wenn die von anderen YouTubern stammen oder es könnte sein, dass sie von anderen YouTubern stammen, die Sachen. Es bleibt ja auch nicht aus, aber ich gucke jetzt nicht direkt von allen YouTubern alles ab, was sie gemacht haben und kopiere das direkt so. Das ist dann auch ein bisschen doof. Wer ist das denn? Ach, Muto. Hi. Ach, du warst gerade hier. Ah, Nutella-Brötchen? Okay. Jo. Ja, warte, du. Ich gebe dir ein Grundstück. Das ist ein bisschen klein. Jo, liebe Leute, ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder um. Ich suche für ihn noch ein Grundstück und mache dann gleich hier an der Straße weiter. Ich bedanke mich wie immer erst. Boah, irgendwie fällt mir das Reden schwer so abends. Ich bin gar nicht mehr so richtig im Turn drin. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst ein Like da, das freut mich immer. Damit supportet ihr mich auch ganz gut und die Videos auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mind City 2. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.